Weil Kev und Morgus sind definitiv im selben Crew, in derselben Crew. Baby Scorpio, also Enrico und ich. Und ihr Alter, drei. Ich hab Johnny und Morgus. Oh, geil. Ja, toll, dann haben wir. Wir haben Enrico, der macht das schon. Komm, da wird man mal 1000. Sagen wir mal. Meinst du, ich dachte, Enrico ist gerade mit Nudeln beschäftigt? Nee, wir sind schon fertig jetzt auch schon lange. Der ist schon fertig? Der ist gerade. Nee, ich esse nicht. Meine Freundin, die wollte Nudeln. Ach, die wollte deine Nudeln. Okay. Ach so, du hast für deine Freundin genudelt. Okay, das verstehe ich. Alter, Junge. Das verstehen wir natürlich, absolut. Ja, das ist. Warte mal, ich nehme mich ein Panto, vergiss es. Was haben wir denn hier überhaupt? Also. Naja, schauen wir mal. Nimmt sich das den Surgeon, dann nehme ich den auch hier. Flugzeug brauche ich auf gar nicht auf die Idee zu kommen, weil das funktioniert nicht. Okay. Wir machen über zweimal Auto wechseln wieder oder zweimal Fahrzeug wechseln. Das ist so unsere Standardregel. Ich denke mal, dass jawohl! Ich hab's! Ich hab's! Leute, ich hab den ersten! Jetzt haben wir uns im zweiten! Vor allem den ersten bei dem Baby! Was ich gerade sagen wollte, ich denke mal, dass da drei verschiedene Rampen sind, hat schon seinen Grund. Genau das, ich glaube, für die langsameren brauchst du nämlich die mittlere Rampe und für die schnelleren die hinteren. Wahrscheinlich, ja. Ist jetzt so mein. Kann natürlich alles sein. Ja. Die schlägt alles nur ein irgendwie. Ah, schade. Schön vorbei noch am Johnny rechts vorbeigeflogen. Ach so, warte mal. Halt. Jetzt bin ich alleine. Ich bin alleine. Ach du Scheiße, ja, okay. Jetzt hat Sven, ich habe mich vergessen, dass Sven gegen mich ist. Und ich wollte mich, warum stehen die doch zu dritt oben? Verdammt. Boah, was ein Hit. Ja, das und noch ein Hit. Das war's. Das wird schwierig werden, da oben die alle drei runter zu kriegen. Schießt den Kevin ab. Schießt den Kevin ab, schießt den Kevin ab. Aber lasst euch Zeit. Der ist ja so breit. Oh. Zack! Oh, der war schön. Habe ich den Kev gerade erwischt, ey, geil. Die Runde hast du eingestellt, Morgus? Ja, doch! Ja! Ja! Schönes Ding, meine Damen und Herren! Schönes Ding! Yes. Ich weiß schönes gar nicht, wie ich die Runde nicht eingestellt habe, habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Im Wegfahren hat er mich noch gekriegt. Ich hab dir einfach so bemessen geschossen in die Richtung und dann war's genau. Oh, geil. Ich hab auch neben mir eingeschlagen, die Druckwelle war's am Ende dann. Ja, weil du schon so beschädigt warst, ja. Ich hab ja schon 3 oder 4 Stück abgekriegt vorher. Ich wollte gerade das Auto wechseln gehen. Deswegen bin ich auch nochmal zurück. Ja. Ja, ihr seid aber natürlich ein Bomben-Team da oben. Das ist extrem schwer. Wir haben doch kurz geübt. Das geht ja nicht um die Rolle, es geht ja um was anderes. Ihr seid trotzdem ein starkes Team da oben drin. Das ist ein bisschen. Persönlich ist es ein bisschen unfair, so, aber es ist halt vom Spiel so festgelegt. Machst du gerade dein Team schlecht? Nö. Ich sag nur, dass ihr stärker seid. So vom Gefühl her. Aber alles gut, wie gesagt. Ach, Kev ist da oben besser aufgehoben. Er muss jetzt mit was langem fette Ladung verschießen. Ja, das ist. Warum bist du jetzt runtergesprungen? Enrico!
Das ist mein. Das ist mein Part. Ich sehe da noch was runterfallen. Scheiße. Bei einer Baby erwischt. Ja. Nochmal. Ach, schade. Den ersten hat es auf jeden Fall schon mal erwischt da vorne. Da hat auf jeden Fall einen abgekriegt. Ja. Ich weiß nicht, einer von euch beiden, der erste, der ganz vorne ist. John, also Johnny müsste das sein. Ich weiß es nicht, wer es war. Ich habe gerade noch nichts abbekommen. Du also ich habe auch noch keinen Hit. Das Auto, das auf der Seite lag. Nee, da war kein Hit bei mir. Aber der. Hier lag kein Auto auf der Seite. Doch, ich lag auf der Seite, aber ich habe keinen Hit. Aber der hat jetzt gesessen. Das war bei uns auch knapp. Aber wir hatten das jetzt schon ein paar Mal so, dass wir bei den Spielen, dass das anders aussah bei dem jeweils anderen, wegen, weiß nicht, Netzwerk oder so, keine Ahnung. Ah, die Flugzeuge kannst du eigentlich vergessen, willst du jetzt ein Jet oder sowas? Ja, aber doch nicht mit so einem Flugzeug. Jawohl. Das war auch wichtig, dass ich jetzt gerade die Runde zu. Oh, Baby! Bei mir habe ich jetzt zum Beispiel auch Kev gerade voll erwischt. Bei ihm wird da wahrscheinlich nichts gewesen sein. Ich habe gar nicht bekommen. Ich bin den Schritt zur Seite gegangen. Du bist an mir vorbeigeflogen. Nee. Also ich bin den Schritt zur Seite gegangen. Ja, bei mir hast du meine Windschutzscheibe nämlich abgekriegt. So. Eine Baby hatte jetzt eigentlich Schwein gehabt. Die stand wirklich einen Zentimeter neben mir. Oh, fuck. Solche Schimpfwörter hier, also sowas. Schade. Richtig noch. Also ich habe bis jetzt nie einen Hit abbekommen meinem Auto, ne? Oh, wieder! Hey, weil du wegkommst! Aber wieder ganz knapp! Ich hab das Gefühl, die haben gezielt auf mich abgesehen! Nein! Schade! Jawohl, Markus weg! Was hast du davon? So, der erste ist weg von euch. Ich wollte schon sagen, Markus, nimm bitte nicht das Fahrzeug. Das war der Fehler, der hat sich nämlich über die Seite gelegt. Auf dieselbe Stelle, wo Baby vorhin auch getötet wurde. Ja, damit hat er schon einen Rico gekriegt. Aber ich wollte auch mal was anderes machen, immer nur ein Surgeon, das ist ja auch. Ah, ich hab's erwischt, aber ich hab's nicht runtergekriegt. Scheiße. Du hast mich nicht erwischt. Jawohl, Johnny auch noch einen mitgekriegt. Tschüss. Oh. Das war doch weit weg. Stell dich auf! Oh, war das knapp jetzt. Scheiße, das hab ich gar nicht mitgeschnitten, dass der da auf der Seite lag. Da fühlt man sich immer wie so eine Schildkröte, weißt du? Ja, ja, nix. Na, vor allem, es dauert immer ewig, bis du den Surgeon wieder umgedreht hast. Ja. Nee, die kriegen wir nicht mehr. Ja, fuck, zu weit. Viel zu weit. Das war zu drastisch gelenkt, Johnny. Jo. Das war auch nur zum Ablenken, damit ihr auf Sven nicht zielt. So kann man sich's auch schön reden. Ja, ne? Nein! Sehr schön, Baby! Der liegt unter dir, aber egal, wir haben Zeit. Den krieg ich nicht. Sie werden nicht beide, werden wahrscheinlich nicht beide kriegen. Das ist aber eigentlich mein Job, oder? Du musst ja schon versagt. Eieiei. Runter mit dir, runter. So, da jag ich mich jetzt in die Luft. Ja. Scheiße. Perfekt. Ich muss es nur wieder durchhalten. Ich hab wieder mal geschadet. Rette es, Kev. Nein! Ich war fast oben. Aber nur fast. Na, schaffen wir nicht mehr. Trotzdem haben wir gewonnen. Wir haben doch gewonnen. Wir haben gewonnen. Hä? Scheiße, weil wir nicht alle runtergekriegt haben, oder was? Ja, du hättest nur rückwärts fahren müssen, wo sie sich gekillt hat. Du hättest nur Käfer wissen müssen. Also ich hab's ja gerade versucht, nochmal hochzukommen.
Hä? Nee, die Angreifer verlieren Ach das so, hier. Es geht ja, im Angriff. Nee. Nein, die sind Verteidiger. Nein. Jetzt raff ich das überhaupt erst. Hä? Das hat gar nichts mit der Anzahl der Leute zu tun. Der zählt den Kill nicht, weil es ein Selbstmord war. Und Kev hat einen von uns erschossen, deswegen haben die gewonnen, okay, auch wenn die einer weniger waren. Stimmt, ich habe ja dich mitgenommen, ja. Stimmt, Baby hat sich selbst getötet. Das Spiel zählt nur die Kills und nicht, den Spielmodus gibt's ja in dem Sinne eigentlich nicht. Das erkennt ja nicht, dass dann im Auto irgendwo jemand okay. runter ist. Ja, gut, das verstehe ich. Das ist klar. Krassi, weil dann brauchst du ja bloß bei dem ersten einen Kill und wenn du auf der anderen Runde bist, springen alle drei runter, alle drei Selbstmord und die anderen können diese Kills gar nicht mehr bringen. Das stimmt ja. Wohl eigentlich. Theoretisch könntest du so Assi spielen, aber das ist ja auch nicht der Sinn an der Sache. Ich verstehe schon. Ja, ich habe mich jetzt nur gerade gewundert, warum wir verloren haben, obwohl ihr nur noch einer wart und wir zwei. Deswegen habe ich jetzt gerade mich gewundert. Ja, eigentlich hätten wir ja das gewinnen müssen. Gut, theoretisch stimmt schon, ja. Dann wenn er die Kills zählt. Achtung von hinten. Das Lustige ist, ich stand gerade genau da, wo der eine vorbeigeflüchtet ist. Ich bin gerade weggerollt. Ja, ich hab's gesehen. Wer versucht's denn da? Ah, Enrico ist mit dem Flugzeug. Ich mache jetzt gerade. Hallo! Da muss aber. Da muss aber. Ja, gut, es sei denn. Es würde gehen. Aber es ist schwierig. Ja, ich glaube auch, das ist. Achtung, Kev kommt! Schade, Kev hat sich festgehangen! Schieß! Schade, ich dachte, ich erwische dich noch mit der Hinterachse. Nein! Los, neuer Versuch, doch, los, ja. Schießt alle drauf! Sehr schön. Alle drauf! Sehr schön! Los, schießt drauf! Das war ein ekliger Kerl! Aber gut gemacht, Enrico. Zumindest den einen mitgenommen. Flugzeug und Auto halt zusammen. Ja, mit dem Flugzeug rechnest du halt in manchen Momenten gar nicht. Das ja, ich hab den halt geschubst und er hat's mit dem Flugzeug gekommen. Das war eine gute Kombination. Das sah so nice aus irgendwie. Jetzt müssen wir eigentlich nur die Zeit ablaufen lassen, weil den Kill, den haben wir. Ja, ich hab ihn getroffen. Nee, ich leb noch. Nein, du musst alle oben killen. Er lebt noch. Wenn er die Kill zählt, nicht. Nein, das ist Positionsverteidigung eigentlich. Naja, versuchen es natürlich klar. Weil es ist immer so, du musst die Schützen musst du eigentlich alle eliminieren, dann gewinnst du erst. Als Totengruppe. Okay. Ah, versuchen es trotzdem. Vor allem Kev sagt erst, wir wollen ja nicht so assi sein und dann redet er nur noch darüber, dass der Kill so zählt. Scheiße. Ich habe gesagt, eigentlich müssten wir nur, aber... Das wird natürlich nicht passieren. Oh, da hat sich wohl jemand selbst abgekillt. Das war zu flach. In der Kamera, aus deiner Perspektive sah das auch gut aus, Marco. Hä? Ich hab dein Spiel mir an. Ich hab ja. Ach, da hat er ein Glück gehabt. Ich dachte, der bleibt auf dem Stick vorher stehen. Aber wenigstens habe ich einen mitgenommen. Das ist ein Erfolg. Ich dachte mir, er bleibt noch einen Tick vorher stehen, da hole ich ihn nämlich noch mit runter. Hui! Johnny, andere Seite! Nein. Oh. Alles ausgenutzt, alles. Sehr gut, Kleiner, sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch den Blöden hier weggehen. Pass auf, ich lenke ihn erstmal ab. Johnny, hier! Ja, ich schieße auch schon. Oh, jetzt wäre Spanner wieder runtergefallen. Mach doch. Spring, du Loder, spring. Hier pusht es, dass ich an diesen Kanister reinfällt, Alter. Oh, Scheiße. Tschüss.
Oh. 1 gegen 1. In 40 Sekunden. Ja, wenn ich jetzt nicht treffe, dann ist es eigentlich durch, weil bis ich da angesetzt habe nochmal. Warum fährst du? Na, es ist vorbei. Das schaffe ich nicht, nochmal neu anzusetzen. Doch, wenn du jetzt da umdrehst. Ja, da habe ich doch nicht die Power dafür, die Geschwindigkeit. Du hättest ja nicht bremsen müssen, du Idiot, du hättest nur lenken müssen. Ich habe die Handbremse rumgezogen, damit ich rumkomme schneller. Tschüssi. Ja, vorbei. Hui. 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 Die blonde Bitch hat gewonnen. Nee, hat sie nicht. Warum nicht? Es geht tatsächlich um die Kills. Ne, Moment, Scorpion hat einen Kill, Rico hat einen Kill, Dings hat einen Kill. Okay. Ich sehe ja gar nicht mehr durch, gerade, ne? Das ist jetzt gerade, das ist okay, das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Normalerweise hättet ihr. Wir hätten gewonnen, winnen müssen. Um die Kills ging es ja tatsächlich, weil beide haben ja einen. Rico hat einen mitgenommen und ich weiß nicht, ich glaube, Sven, du hast, glaube ich, noch einen geholt. Ich habe hier Baby geholt. Ja. Das wundert mich, okay. Was auch immer. Jetzt hatten wir gerade dieselbe Aktion, dass dein Rico von Selbstmord begangen hat, wie der Johnny gerade auch. Ja. Und das zählte nicht als tot. Ja, und jetzt werden wir trotzdem als Gewinner. Eigentlich hättet ihr die Runde gewinnen müssen, weil ich habe ja den nicht runterbekommen. Ja, dann machen wir es. Bei dem einen oberen war nämlich 0-0, also nicht mal tot, als tot anerkannt. Es war ja beide tot, beide 0-0. Nee, Quatsch, Sven hat eigentlich gewinnen müssen, weil er hatte, wenn es auf den Kill geht, hat er die gewonnen. Hat er die Runde gewonnen. Naja, nehmen wir mit, wenn es auch nicht ganz fair gezählt ist. Das ist ja nicht ganz fair, aber auch nicht fein, ne? No. Das ist nicht lustig, aber funny. Hier, wieso schießt denn du auf mich? Weil ich es kann. Alter. Sag mal, ihr habt dich doch erwischt. Hast du aber Pech? Ich stehe, ich bin doch oben. Ah, da will sie sich da auf mich einschießen hier. Das ist aber nur für Sven wichtig, dass er steht. So, Sven, ja, beim Catch kann ich viel stehen. Halt die Klappe. Haha, den Kill kriegst du trotzdem nicht. Oh, alter Kev, kannst du es dann nochmal gut sein lassen? Ja, toll. Muss es das jetzt jedes Mal erwähnen? So. Hätte ich mal nicht gesagt. Wieso? Egal. Wie mir. Ach, Kev, jetzt hab ich mal nicht so. Ist okay, ich lass das Thema und gut, das weiter. Nein! Lass mich doch nicht mit den Irren allein! Ja, Enrico, der war nicht schlecht. Aber durch deinen Schuss konnte ich mich gut drehen. Nein, freiwillig, ja. War leicht am Rad gedreht, ne? Das wäre fast noch mit dem Hinterrad erwischt gewesen. Das würde sich ziemlich am Volltreffer an. Bruder, ich bin hinter dir. Nur noch sie oben? Ja. Ja. Ah, fuck. Diese Schnauze, herrlich. Markus, nein. Oh, Entschuldigung, Johnny. Ey, du kannst einfach nicht Auto fahren. Na und, das wissen wir doch schon vorher. Wobei doch, wenn der Markus Selbstmord begeht und Baby weg ist, haben wir gewonnen. Wenn Baby tot ist, dann ist das Thema geht durch. Oh. Baby. Nein. Baby. Nein. Baby. Jawohl! Absolut! Super, eigentlich gut abgelöst. Ich bin den Flugzeug aber noch aufgewichen. Aber ich glaube, der Markus ist wegen mir gestorben, weil ich gerade reingefahren bin.
Ist doch egal, es hat funktioniert. Oh, sehr schön. So muss es sein, meine Damen und Herren. Aber ich mache bis jetzt in jeder Runde einen Kill, ne? Mindestens. Heute ist aber dein Tag. So, meine Damen und Herren, das war wieder eine schöne Runde. Baby, Ihre Aussage war natürlich die beste. Lasst mich mit der Verrückten hier alleine. Oh, herrlich. Na dann, versuchen wir es jetzt nochmal. Jetzt müssen wir Runde 5. Ich weiß gar nicht. Kann es gerade mit 5 Runden sein. Nee, du musst ja mit 3 oder so gewinnen. Mit 3 Abstand? Wie lange willst du das Ding spielen? Nein, mit 3 Runden gewinnen, ja. Nie mit 3 Abstand. Ja, 3 Runden. Das heißt, wer jetzt gewinnt, ist durch. Ich hab irgendwie Schiss, dass die alle auf mich jetzt gehen werden. Die große Gefahr ist mal ausschalten. Der Enrico kommt wahrscheinlich wieder mit dem Flugzeug, wie ich ihn kenne. Oh. Schade. Ja! Wer ist denn da oben? Baby, oder was? Dank dir war ich oben. Scheiße. Ich hab dir. Markus hat mir eine Menge Schaden genommen. Ja, ich hatte, aber das geht. Ich hatte gehofft, dass du die jetzt alle wegholst. Also zumindest da ein bisschen. Habe ich auch gehofft. Mann! Knapp! Knapp daneben. Ist aber nochmal auch nicht getroffen. Tschüss, Enrico. So, Kev alleine. Ja, super. Was super, super, abgeflogen super. Ist. Das hat er gar nicht wahrgenommen. Was? Wie mein Kühe abgeflogen ist. Ich habe nur gesehen, dass du vorbeigeflogen bist. Ich wollte das auf dich schießen. Ja, der ist bestimmt irgendwo hängen geblieben an der Brücke und dann ist der Flügel abgegangen. Ja. Jetzt? Ja. Ach man! Ich muss rausspringen, aber er hat sich so krass gedreht, dass er mich einfach zerquetscht hat. Ja. Yes. Nochmal Glück gehabt, Kev. Oh, da war ich böse. Kev, wolltest du jetzt eigentlich Auto tauschen? Ja, ne? Nee, alles gut. Weiter, ich hab gewonnen. Zu Recht gewonnen. So. Mm.